Moin moin miteinander und willkommen zur nächsten Folge von Icewind Dale im Herzen des Winters. Ja, ich habe hier gerade die Pause eingeschaltet. So, mit denen haben wir jetzt gesprochen. Halblingsmann, Amredun. Ja, Gespräche sind durch. Von daher, ich glaube, was ich machen wollte jetzt in dieser Folge ist, dass ich mir die ganzen Räume mal anschaue, ne? Aber ich habe noch etwas mir überlegt. Ich habe mir auch die Charaktere angeschaut. Und der einzige, der jetzt noch nicht so fertig ist, ist ja hier Tanita. Da wollte ich ja einfach mal... Ach so, ich wollte sie zum Kleriker machen, aber erst ab Stufe 12. Na gut, dann muss sie halt noch ein bisschen warten. Ab Stufe 12 werde ich sie auf jeden Fall zur Klerikerin machen. Ich hoffe, dass sie dann die ganzen Gegenstände, die sie hat, ebenfalls noch benutzen kann. Das werden wir dann aber alles sehen. So, hier ist sowieso alles super. Zweiklassig. Druide Kämpfer, auch alles gut. Zweiklassig. Zauberkundiger Dieb. Ja, okay. Fein, fein. Dann würde ich mal sagen, die Gruppe bleibt einfach mal hier. Und der Dieb, der schleicht sich so hier ein bisschen mal längs. Tralala, tralala, hopsassa. So, Tür auf. Achso, vielleicht sollte er auch noch Fallen suchen. Da hat er sogar schon irgendwas gesehen. Tralalalala. So, hier ist noch eine Tür. Aber irgendwie nichts von Bedeutung, außer dem Ding. Eine Truhe. Ah, verschlossen. Was ist das? Haha. Eine Geheimtür. Und was haben wir hier? Hier haben wir... Auf diesem Tisch liegen verschiedene Reagenzien und Stücke obskurer Altertumskunde herum. Okay. Was ist das? Auf diesem kleinen Podest liegt eine solide Kristallkugel. Ein seltsam leuchtendes, bläuliches Licht geht von der Kugel aus. Oha. Das ist ein Palantir. Ich hoffe, ihr wisst alle, was ein Palantir ist. Was haben wir hier? Sieben Augen. Sieben Augen, okay. Nein, ich möchte mal hier... Ach, er kann nichts benutzen. Moment. Das kriegen wir hin. Eine Zauberrobe. Okay. Mit der Zauberrobe kann er natürlich nichts anfangen. Aber unser Bade könnte sie ja mal. Stiefel des Hohen Nordens. Die machten Kälteresistenz. Kälteresistenz. Schwupps. So, geh mal dahin. Halt. So, was ist denn das hier? Rüstungsklasse 5. Widerstand gegen Magie. Robe der neutralen Erzmagier. Okay. Die lassen wir mal hier drin, weil wir sie überhaupt nicht brauchen. Die würde nur Platz verschwenden. Aber jetzt wissen wir zumindest, das hier ist irgendwie ein magisches Labor oder so etwas. Dann würde ich mal sagen, wir sprechen dann mal den guten
Markierern an. Kiran. So, ich hätte gerne... Nein, ja, Unterkunft für die Nacht auch nicht. Vielleicht könnt ihr uns eine Frage beantworten. So. Wieso befindet sich hinter dem Spiegel in eurem Schlafzimmer eine Geheimtür? Psst, nicht so laut. Ich bitte euch. Ich habe alles getan, um diesen Raum geheim zu halten. Hinter dieser Tür sind die letzten Spuren meines Lebens, das ich hinter mir lassen möchte. Versteht ihr? Nein, ich verstehe kein Wort. Wovon redet ihr? Ich sehe schon. Ihr werdet nicht eher Ruhe geben, bis ihr mir das Geheimnis entlockt habt. Also gut, wenn ihr es unbedingt wissen wollt. Ich bin Abtrünniger einer Organisation, die so paranoid und brutal ist, dass sie mich glatt umbringen würde, weil ich es gewagt habe, mich aus ihrer Umklammerung zu lösen. Oh, oh, das hört sich nicht gut an. Man nennt diese Organisation den Heerturm der Arkanen. Den Heerturm der Arkanen. Und ihren Sitz hat sie in Luskan. Sie besteht aus bösen Zauberern, die alleine darauf aus sind, Macht auszuüben. Und zwar um jeden Preis. Ich hatte ihre Machenschaften schnell satt und zog es vor, mich zu verabschieden. Sie suchen immer noch nach mir. Ich verstecke mich hier und hoffe, dass ich so sorglos leben kann wie die Siedler hier. Bitte, mein Freund, ihr dürft keiner Menschenseele etwas von meiner Vergangenheit erzählen. Na gut. Ihr könnt euch auf mich verlassen, Kiran. So böse Zauberer aus Luskan. Im Ausgleich für euer Schweigen biete ich euch meine ewige Dankbarkeit. Ich kann euch außerdem Zugang zu einigen seltenen und mächtigen magischen Gerätschaften bieten, die ich im Laufe der Jahre zusammengetragen habe. Also vielleicht kommen wir später auf euer Angebot zurück. Na schön, zeigt mal. Unterkunft. Na schön, zeig mal. Was hast du denn da? So. Kann ich hier... Oh, ich kann hier Sachen verkaufen, ne? Schutzring, 6000. Das ist natürlich sehr schön, dass ich hier Sachen verkaufen kann. Weil ja... Naja, mein Geld nicht so gut aussieht wie im letzten Teil. Also, Dolch. 1 bis 4 plus 3. Aha, täglich elastische Kugel. Kann nicht verwendet werden von Kleriker. Fliegender Schädel. Ein irrer roter Zauberer. Wenn die Schädel auf ein Ziel geworfen werden, fliegen sie darauf zu und explodieren, wobei sie jedem im Umkreis von 1,5 Metern 4 bis 32 Schadenspunkte zufügen. Kleine Handgranaten, sehr schön. Großartiger Wurfpfeil. Ah, Schleuder. Magisches Geschoss. Oh, Zaubersprüche, das ist schön. Verschwimmen, Säurepfeil, stinkende Wolke, Netzhast, Blitzstrahl. Bisher nichts Interessantes dabei. Lanze der Zerschlagung. Grad 3, 20 Meter. Dieser Zauber erzeugt eine Kraftlanze, die vom Anwender bis zu einem angegebenen Punkt in 18 Metern Entfernung reicht. Das ist aber eine lange Lanze. Wesen, die in den Weg der Lanze geraten, erleiden 5 bis 20 Schadenspunkte durch Wucht. Plus 2 Schadenspunkte pro Stufe des Anwenders, maximal plus 30. Die Opfer können einen Rettungswurf gegen Zauber durchführen, um den Schaden zu halbieren. Das finde ich nicht schlecht. Lanze der Zerschlagung. Verwirrung. Kleine Kugel der Unverwundbarkeit. Brüllen. Kontakt zu anderer Ebene. Mit diesem Zauber kann der Zauberer Kontakt zu mächtigen anderer Existenzebenen aufnehmen, um Rat und Informationen zu erhalten. Erkenntnis kann in Bezug auf mächtige Feinde, magische Gegenstände und Zaubersprüche gewonnen werden. Resistenz senken. Trollische Regeneration. 7 Augen. Abidalzims. Austrocknung. Was ist das denn? Sichtweite des Anwenders. Augenblicklich. Grad 8. Ein Würfel mit 9 Meter Kantenlänge. Das ist nicht schlecht.
Dieser Zauber lässt die Körperflüssigkeit aller Lebewesen verdampfen, die sich im Wirkungsbereich aufhalten. Es entsteht ein Schaden von 1 bis 8 Punkten pro Stufe des Anwenders. Getroffene Wesen haben die Chance, ihren Schaden durch einen Rettungswurf gegen Zauber zu halbieren. Dieser Zauber ist besonders verheerend für Wasserelementare und pflanzliche Kreaturen. Auch nicht schlecht. Grad 8. Okay, da muss ich natürlich erstmal hinkommen, Grad 8. Aber gut, dass ich mir sowas dann hier kaufen kann. Ja, ich suche ja immer noch so etwas wie Feuerball oder so. Na gut. Ich nehme aber auf jeden Fall schon mal... Beziehungsweise du nimmst auf jeden Fall schon mal das Ding mit. So, kann man hier was verkaufen? Nee, ne? Der kauft irgendwie... Armbänder, naja. Roben etc. kauft er nicht. Na schön, kaufen. Kann ich hier was verkaufen? Egal, machen wir erstmal weiter. So, alle Leute versammeln. Und die Treppe rauf, so wie wir das machen wollten. Ups. So, du gehst mal hier durch. Irgendwie zieht es hier ein bisschen, ne? Im pfeifenden Galgen, so nennt sich das doch. Okay, zumindest ist hier auf. Und hier ist ein Schrank. Verschlossen. Nicht für uns. Und was haben wir hier? Schnelligkeitsöl. Okay. Schublade. Gold. Ah, wegen einem Gold. Hier haben wir nichts. Auch nichts. Ich suche gar nicht mehr nach Fallen. Das ist nicht so gut. Hier ist irgendwie was versteckt. Pfeile und... Hä? Spitzbubenstein? Oh. Schlafender Zwerg. Wollen wir den ansprechen? Okay, spricht nicht mit uns. War auch, glaube ich, ein bisschen gefährlich. Was wäre passiert, wenn er uns angegriffen hätte? Leere Truhe, okay. So, und ein Schrank. Verschlossen. Eine Robe. Zauberrobe. Gut. Der Dieb darf gehen. Hierhin. Und der Barde darf kommen. Und erstmal die ganzen Sachen identifizieren. So, schwupps. Spitzbubenstein. Naja. Pfeil der Versetzung. Solche hatte ich doch schon mal, ne? Die gefielen mir nicht so wirklich. Hast du Pfeile der Versetzung? Ich glaube nicht, ne? Eispfeile, Durchbohrung, Inferno. Regeneration. Hat jemand Regenerationstränke? Weil, also so ganz ohne Platz hier im Inventar ist auch blöd. Zwei Schilde ist auch doof, ne? Ein Schild könnte man irgendwie loswerden. So. Lieber Herr Bade. Kommen Sie mal hierher. So. Schauen Sie das mal an.
Probe des Reisenden. Also, Rüstungsklasse plus 1 gegen Geschosswaffen. Rettungswurf plus 1 Bonus gegen Odem. Interessant, aber sonst nix. Ich weiß nicht, okay, er kann sie nicht tragen. Er ist zu weit weg. Ich will nur mal ausprobieren, ob die gut ist. Ansonsten lasse ich die einfach da drin. Ich glaube ja nicht wirklich, dass sie gut ist. Ne, die ist... Oh, boah. Pack sie bloß wieder weg. Wobei, plus 1 gegen Odin-Waffen... Naja, aber... Ist das die richtige? Ja. So. Das war... das obere Geschoss. Dann können wir alle wieder zurück. Dann erkunden wir, würde ich mal sagen, das Dorf ein bisschen weiter. Mit den Leuten haben wir allen, also wir haben mit allen gesprochen, oder? Mit dir haben wir auch gesprochen, oder? Wieder zurück, hä? Was darf es denn diesmal sein? Leb wohl, nee. Gut, dann wir gehen mal raus. Wir gehen mal raus. Und was machen wir jetzt? Hier ist scheinbar noch irgendwas. Waren wir schon da? Das ist immer so blöd, wenn man Pause macht zwischen den Aufnahmen. Dann weiß man nicht mehr, was man gemacht hat. Also waren wir schon hier drin? Ich gehe mal kurz rein und dann werden wir es gleich wissen. Ach, das war der Papa hier von der... Ja, Ja, ja. Habe ich diese Tür aufgemacht? Ich glaube ja. Und auch wenn nicht, da ist nichts drin, von daher. Wir sagen wieder Tschüss. So. Okay. Ist hier noch irgendwas? Okay, hier geht's raus aus der Karte. Wollen wir noch nicht. Wir gehen hier nochmal kurz rein. Und schwupps. Purvis. Braucht ihr Loch? Wie bitte? Soll ich Loch für euch graben? Ich grab gut. Gut und tief. Damit's nicht stinkt. Ja, okay. Er gräbt also Toilettenlöcher aus. Vielleicht ein andermal. Jetzt würde ich euch gerne ein paar Fragen stellen. Fraschen? Weiß nichts. Grablöcher. Braucht ihr Loch? Habt ihr in letzter Zeit ein paar harte Schläge auf den Kopf bekommen? Hä? Ach nichts. Lebe wohl. Okay. Ist hier irgendwas? Nee, hier ist sonst echt nichts. Vielleicht hat er ein paar zu viele hier, ja... Steine von dem kleinen Mädchen an den Kopf bekommen. Das bewirft ihn ja so gern. Ich gehe mal zu ihr und frag sie mal. Hey, ich war bei Purvis. So, sobald Purvis aus seiner Hütte kommt, werfe ich mit Steinen. Ja, genau. Genau deshalb. Wollt ihr spielen? Ich habe genug Tanzapfen, dass wir beide Purvis damit bewerfen können. Was ihr wollt, wenn ihr wollt. Nicht jetzt. So, Purvis? Purvis, der Totengräber. Er hat nicht viel gesagt, seit er hierher gekommen ist. Okay, er ist Totengräber. Okay, ich dachte... okay. Aber Vater sagt, er vergräbt tote Leute. Wenn ich auf die Bäume hier klettere,
kann ich gut in sein Haus und andere Häuser sehen. Seit wann ist Purvis denn schon hier? Seit ungefähr 2 Wochen, glaub ich. Vater sagt, Purvis muss dämlicher sein als ein Sack Steine, wenn er glaubt, er kann sich in einsamen Wald als Totengräber durchschlagen. Hier ist schon seit Jahren niemand mehr gestorben. Aha, und was siehst du außer Purvis noch so auf den Bäumen? Ja, ich glaube, das hatten wir schon, ne? Also diese 3 gemeinen, halbköpfigen Brüder. Ich habe sie immer gesehen, wie sie in den Wald gingen, Fallen stellen, obwohl Emmerich es ihnen verboten hatte. Sie werden großen Ärger bekommen, wenn Emmerich das herausfindet. Na gut, okay. Ich muss jetzt gehen. Leb wohl. So, gut. Damit haben wir jetzt wieder so ein paar Gespräche geführt, ein paar Informationen bekommen. Ich würde mal sagen, nächste Folge gehe ich auf jeden Fall dann raus aus dem Dorf und gucke mal, was außerhalb des Dorfes so los ist. Und bis dahin, ja, bedanke ich mich einfach mal fürs Zuschauen und sage, bis gleich.